Morgen. Ja, bitte? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Aber Frau Jenkins, vielleicht erinnern Sie sich, wir sind uns schon mal begegnet. Dienstlich, ist schon ein bisschen her. Hm. Naja, also wir bräuchten Sie als Zeugin für eine Wohnungsdurchsuchung. Was ist denn passiert? Das kann ich Ihnen hier an der Tür leider nicht näher erläutern. Der Beschluss kam auch gerade erst rein. Das ist eine Wohnungsdurchsuchung, es dauert nicht lang. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich habe im Moment viel zu tun. Ja, kommen Sie, Frau Jenkins, also wissen doch, wie es ist. Hm? Geben Sie sich mal einen Schuss, sind doch auch Beamtin. Ich bin pensioniert. Einmal Beamtin, immer Beamtin, ja. Ja, wir haben es gleich. Nee, war Frau Jenkins? Ich brauche dann aber einen Moment, ja? Ja, ja, klar. Und vergessen Sie Ihren Ausweis nicht. Und danke, ne? Kannst du mir mal verraten, was hier los ist?
suchen die. Ich rede mit dir. Was willst du denn? Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann rede mit mir. Ich kann dir bestimmt helfen. Du willst mir helfen? Natürlich will ich dir helfen. Hast du mal hier umgeguckt? Hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt? Sag mal, glaubst du, ich hab Bock so zu enden wie du hier? Hey, reiß dich zusammen. Mach das nie wieder, du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser. Wie geht's eben so Hähnchen so, Frau Jenkins? Hm? Was macht der gute Viktor? Danke, es geht ihm sehr gut. Ja? Mein alter Herr sagt, man hört ihn gar nicht mehr klimpern. Er ist ja endlich ausgezogen. Vorsicht. Darf ich mal. So, dann bräuchte ich mal bitte den Ausweis. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, würde ich gern gehen. Na ja, bis zum nächsten Mal. Ein schönes Instrument. Darf ich mal? Bitte. Bitte noch ein Autogramm. Ja. Das ist immer die gleiche Stelle. Okay. Der Ausweis. Alles Gute zum Geburtstag. Sie haben Geburtstag heute. Ja. Die 60. Hallo, Viktor, ich bin's. Ich möchte dir sehr gerne für heute Abend toi 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 wünschen und... Falls du mich anrufen möchtest, falls heute etwas geplant ist, ich bin den ganzen Tag erreichbar. Ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft. Guten Morgen, ich würde gerne mein Guthaben abheben. Das gesamte Guthaben? Ja. Guten Morgen. Guten Tag.
Espresso, bitte. Frau Jenkins, ich wollte gerade zu Ihnen hoch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und entschuldigen Sie noch mal wegen vorhin. So was passiert? Nein, mein Sohn hat sicher Probleme, aber er ist kein Krimineller. Da bin ich mir sicher. Ich kann den Strauß auch erstmal mit nach Hause nehmen und ins Wasser stellen. Sie müssen ja sicher gleich los. Nein, nein, danke. Sie könnten ihn ja später abholen. Ist doch kein Problem. Vielen Dank. Ich muss jetzt wirklich los. Natürlich. Einen schönen Geburtstag. Wie viele bräuchten Sie denn? Wie viele haben Sie denn noch? Ich hätte noch 22 Karten, überwiegend zusammenhängend, allerdings in den hinteren Reihen. Weiter vorne ist nichts mehr. Nee, leider nicht. Wir sind so gut wie ausverkauft. Tut mir leid. Gut, dann nehme ich die. Alle? Ja. Danke, Frau Jenkins. Ist es nicht an der Zeit, dass wir du zueinander sagen? Ich bin Lara. Marion. So. Ja, Lara. Eigentlich müsste ich Ihnen ja was schenken. Also dir was schenken. Aber das ist doch gerade die Idee. Ich habe 59 Geburtstage hinter mir. Ich möchte endlich mal was anders machen. Wir gehen zusammen in dieses schöne Konzert und dann gehen wir was trinken. Wir zwei. Nein, nein. Nein, es werden ganz viele Leute, ganz viele Freunde da sein. Aber natürlich auch du und Katharina. Ist Katharina da? Ja. Soll ich sie schnell anmelden? Ich möchte sie überraschen. Das ist ihr vielleicht aber nicht recht. Und mir auch nicht. Marion. Bitte.
Es ist schön, dass Sie mal vorbeischauen. Ich bin überrascht. Ist es merkwürdig für Sie, wieder hier zu sein? Überhaupt nicht. Ich freue mich, dass es Ihnen wieder gut geht. Wie geht es denn Ihnen? Ja. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Für mich war das so eine schöne Zeit. Vielleicht die schönste Zeit meines Lebens. Tatsächlich? Absolut. Für einen Moment war einfach alles andere mal völlig egal. Ja, ehrlich gesagt, ich habe totale Angst vor den Schmerzen. Die Schmerzen sind nicht das Problem. Super, Marion, danke. Danke, Marion. Gerne. Du sag mal, ist diese E-Mail an den Herrn Schreiber schon rausgegangen? Korrigiere sie gerade. Es ist aber wichtig, dass sie heute noch rausgeht. Wie gesagt, ich korrigiere gerade. Ich könnte der manchmal links und rechts eine schmieren. Ich meine, was soll ich denn mit der machen? Das ist eine Katastrophe. Vor Ihnen hatte sie Respekt und seitdem Sie weg sind, machte jeder, was er will. Wollen Sie Zucker? Nein. Wie haben Sie das gemacht? Ich meine, was haben Sie denn getan, damit die Leute hier Respekt vor Ihnen haben? Ich glaube, das lag daran, dass dieser Job mir immer vollkommen gleichgültig war. Aber Sie wirken doch immer so leidenschaftlich. Nein, also Leidenschaft ist das Letzte, was ich mit dieser meiner Arbeit hier in Verbindung bringen würde. Nein, nein, das war eine Aufgabe, die habe ich erfüllt. Das ist ganz einfach. Hatte Sie denn nie gestört, dass man Sie hier nicht ausstehen konnte? Ich kenne einige, die haben Sie regelrecht gehasst. Was machen Sie heute Abend? Hallo, Viktor, ich bin's nochmal. Du bist wahrscheinlich sehr beschäftigt heute, aber ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns vorher nochmal sehen könnten. Einen Kaffee trinken oder spazieren gehen. Ja? Okay, meldest dich bei mir, ja? Sie kommen zurecht? Ja, danke. Also nur, damit Sie Bescheid wissen, wir haben heute auf alle Cocktailkleider 20% Rabatt. Aha. Das ist schön. Ja. Aber vielleicht ein bisschen zu konservativ. Ach so. Warten Sie, ich zeige Ihnen mal was. Thank you.
Oh ja. Oh, das ist ja der Wahnsinn, was das mit Ihnen macht. Ganz schön. Wirklich. Danke. Ich finde es ein bisschen kurz und auch, oh Gott, das ist ja auch ein bisschen eng. Nein, überhaupt nicht, nein. Schauen Sie mal, wie toll das Ihre Figur betont. Glauben Sie mir, ganz schön. Ich kann Ihnen eins versprechen, in dem Kleid legen Sie auf jeden Fall einen Auftritt hin. Vielleicht lasse ich es gleich an. Gerne. Danke. Ich mache Ihnen kurz noch das Schild ab. Gut. Entschuldigung, ich suche Professor Reinhofer. Er wollte kurz frische Luft schnappen. Hat er gesagt, wann er wiederkommt? Stört's dich, wenn ich hier warte? Na, wie ist der Professor so? Macht er dir das Leben schwer? Geht so. Warum nutzt du deine Zeit nicht zum Üben? Der Professor ist nicht da. Na und? Es gibt doch bestimmt einiges, was du üben könntest. Was spielt ihr gerade? Ha! Na los, spiel mir das mal vor. Spieß mir vor. Aber ist doch nicht schlimm. Mach noch mal von vorne. Allegretto, hm? Du musst die Technik lernen. Die Technik musst du lernen, sonst wird nie was aus dir werden. Bitte. Weiter. Tempo, 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 Tempo. Ja. La 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 la. Ist doch nicht so schwer. Willst du das beim Vorspiel auch so machen? Einfach aufhören? Das wird sehr peinlich für alle Beteiligten. Ja? Wenn du da so von Note zu Note stolperst. Kein Biss, kein Ehrgeiz, deine armen Eltern.
Komm, zeig mal. Wie alt bist du denn? 13. 13. Vielleicht doch besser Trompete. Na komm, noch mal von vorn. Komm. Entschuldigung? Ja? Sind Sie Lara Jenkins? Ja. Ich kenne Sie von einem Foto. Ich bin Johanna, Viktors Freundin. Ah ja, natürlich. Viktor hat Ihnen von mir erzählt? Viktor erzählt mir alles. Setzen Sie sich doch. Sie spielen im Orchester, nicht wahr? Nein, leider nicht. Ich studiere noch. Verstehe. Geige, hm? Ja. Haben Sie die Absicht, zusammenzuziehen? Ja, ich weiß nicht. Wir kennen uns ja erst seit ein paar Monaten. Mal sehen. Um ehrlich zu sein, ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch zusammen sind. Sieht gerade nicht so aus. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Er geht nicht mehr ans Telefon, wenn ich anrufe, und schreibt mir auch nicht mehr. Ich hatte die Hoffnung, dass Sie vielleicht wissen, was mit ihm ist. Seit wann meldet er sich denn nicht mehr? Seit fast 2 Monaten. Seitdem er zu seiner Großmutter gezogen ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht ging ihm das alles zu schnell. Er ist ja immer so voller Zweifel. Zweifel? Ja. Ständig zweifelt er an sich und ist gleichzeitig wie besessen von dem, was er macht. Ich sage immer was, ich finde seine Zweifel durchaus berechtigt. Schließlich hat er sich hohe Ziele gesteckt. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde es vollkommen in Ordnung, große Träume zu haben, aber man muss sich seiner Grenzen auch bewusst sein. Wie meinen Sie das? Es ist doch möglich, dass er eine große Enttäuschung erlebt. Ja, das kann doch sein. Was denn für eine Enttäuschung? Sie haben ihn doch selbst unterrichtet. Ja. 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 Aber was ist, wenn er nicht so talentiert ist, wie wir alle gehofft haben? Wenn er kein Genie ist? Nein, ein Genie ist er ganz sicher nicht. Das Konzert ist ausverkauft. Ja, ich weiß das. Entschuldigen Sie. Es ist nur so, dass ich mir so wünsche, dass er sich bei mir meldet. Versuchen Sie es doch jetzt mal. Was denn? Ihn anzurufen. Vielleicht geht er ja ran. Jetzt hat er Generalprobe, da geht er eh nicht ran. Stimmt. Hier, bitte sehr. Kommen Sie ins Konzert. Danach ist er vielleicht wieder ansprechbar. Danke. Aber ich habe eine Jahreskarte von der Uni. Entschuldigen Sie mich, ich bin gleich zurück. Sie sind selbst Pianistin, richtig? Ich habe in der Stadtverwaltung gearbeitet.
Ich war Leiterin der Abteilung. Sie sollten an ihren Sohn glauben. Was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich muss mit Viktor sprechen. Du, das geht jetzt gerade nicht. Da gibt ein Interview. Dann warte ich hier. Das wird ein bisschen dauern. Aber du siehst ihn ja nachher noch auf der Bühne. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Es geht ihm sehr gut. Das würde ich gern selbst von ihm hören. Laura, bitte, halt dich doch von ihm fern. Das hier ist heute sein Abend. Jetzt tu doch bitte nicht so, als würde ich ihm was antun wollen. Er hat hart gearbeitet. Gerade die letzten Wochen haben unheimlich viel gebracht. Mhm. Ja. Seit wann kannst du das beurteilen? Du, der einen Bauingenieur aus ihm machen wollte. Oh Gott, da hat er ja eine nette Runde von Klakören um sich versammelt. Hast du eine Ahnung, was ihr damit anrichtet? Anrichtet? Viktor geht es sehr gut. Und sein Stück ist großartig. Ja, und das sagt nicht nur ich. Wer denn noch? Das geht dich gar nichts an. Außerdem wirst du es sehen. Es sind heute Abend jede Menge wichtiger Leute da. Lara, bitte. Ich möchte wissen, was nun heute Abend geplant ist. Viktor wollte, dass ich dir die Karten gebe. Bringst du noch jemanden mit? Ja, also du sitzt auf jeden Fall bei uns. Richte Viktor bitte aus, dass ich mich um meine Tickets selbst gekümmert habe. Ich wusste gar nicht, dass Sie Taxi fahren. Mein ganzes Leben bin ich Taxi gefahren. Allerdings da, wo Sie jetzt sitzen. Nein, nein, Sie haben recht. Mein Taxischein ist noch ganz frisch. Wissen Sie, nach meiner Pensionierung wusste ich lange Zeit nicht, was ich mit mir anfangen soll. Schließlich habe ich mich aufgerafft. Ich habe mich hingesetzt und eine Liste geschrieben mit 10 Dingen, die ich unbedingt noch machen möchte, bevor alles zu spät ist. Der Taxischein war auf Platz 2. Naja, jedenfalls mache ich jetzt lauter Dinge, zu denen ich bisher nie gekommen bin. Neulich zum Beispiel
war ich in der Volkshochschule bei einem Informationsabend. Ich habe mich jetzt eingeschrieben. Entschuldigung, könnten Sie das ein bisschen lauter stellen? Natürlich. Also, vielen Dank. Nein, bitte nicht. Sie haben Geburtstag. Mein Sohn Viktor spielt ein Konzert. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen könnten. Es ist heute Abend. Ich habe bereits ein Ticket. Ich habe sein Plakat gesehen und habe mir natürlich gleich eine Karte gekauft. Dann vielleicht bis später. Später. Mutti? Mutter? Viktor ist nicht da. Ich bin wegen dir gekommen. Ist was passiert? Was soll denn passiert sein? Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Mutti. Habe ich dir mitgebracht. Was ist das? Da. Ist das Marzipan? Nein. Ich vertrage kein Marzipan. Es ist kein Marzipan. Ich kann sowas nicht mehr essen seit der Diabetes. Ich weiß, es ist kein Marzipan, es ist eine Diättorte. Ah, ich habe heute Morgen Kuchen gebacken. Gut, dann stellen wir die Torte einstweilen in den Kühlschrank. Da ist kein Platz mehr. Probleme. Nur probier schon. Schmeckt gut. Habe ich für Viktor gebacken. Neue Shorts? Tja,
war ja mal eine Zeit. Wegen heute Abend. Ich gehe nicht hin. Was heißt das, du gehst nicht hin? Ich weiß doch ganz genau, dass ich da nicht hingehe. Ja, ich weiß. Du kannst mit dieser Musik nichts anfangen. Konntest du nie. Du findest die Leute schrecklich, du hast diesen ganzen aufgeblasenen Zirkus. Aber vielleicht kannst du einmal in deinem Leben eine Ausnahme machen. Dein Enkel spielt seine eigene Komposition. Das Konzert ist ausverkauft. Ich habe mit Viktor gesprochen, er versteht es. Außerdem habe ich Geburtstag. Ich fürchte, du hast die lange Reise hier raus umsonst gemacht. Und außerdem lasse ich mich nicht mit einer billigen Torte bestechen. Diät-Torte. Hast du die mal probiert? Das kann doch kein Mensch essen. Das ist so egoistisch. Jahrelang hast du ihn malträtiert. Für einen Wettbewerb hier, für ein Stipendium dort. Und immer, wenn er kurz davor war, hast du an seiner Leine gezogen. Und das, meine liebe Lara, ist egoistisch. Das ist nicht wahr. Ich sorge jetzt für Viktor. Mach seine Wäsche, back ihm seinen Kuchen und ertrage sein Geklimper. Und im Gegensatz zu dir hat er sich nie beschwert. Du hast dich doch immer nur um dich gekümmert. Genau wie dein Vater. Ich hab's verstanden. Und jetzt kriegst du kalte Füße. Weil sich alle von dir abwenden. Ist dein Mann und jetzt dein Sohn. Wo ist Viktor? Hände waschen. Mama? Herzlichen Glückwunsch. Geht's dir gut? Ja. Das ist gut.
Und? Mir geht's auch gut. Ich mache jetzt lauter Sachen, zu denen ich bisher nie gekommen bin. Das meinte ich nicht. Was meinst du denn? Wie findest du es? Wie finde ich was? Du warst doch in meinem Zimmer. Ich habe dich am Fenster gesehen. Ja, ich find's gut. Das gefällt mir. Ja? Ja. Und was heißt das genau, das gefällt dir? Es ist klug und elegant komponiert. An einigen Stellen war ich ganz überrascht. Überrascht? Ja. Du findest nicht, dass man vielleicht zu sehr den harmonischen Halt verliert? Nein, 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 im Gegenteil. Das ist echt interessant. Und der Streicheraufbau? Dazu kann ich nicht so viel sagen. Davon verstehe ich einfach zu wenig. Kommst du heute Abend? Dein Hauptthema ist sehr eingängig, eventuell etwas zu eingängig. Wie meinst du das? Ja, wie meine ich das? Wahrscheinlich so, wie ich sage. Zu eingängig im Sinne von zu gefällig, zu einfach? Ja, wenn du so willst, ja. Zu musikantisch. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Dir muss es ja gefallen. Gefällt es dir denn? Ich habe es bis heute nicht verworfen, also scheint es mir wohl zu gefallen. Warum komponierst du? Nein, Viktor, warum komponierst du? Ich komponiere, weil ich glaube, dass ich mich dadurch besser ausdrücken kann, als ich es als reiner Interpret kann. Aber was willst du mit deinem Hauptthema ausdrücken? Du willst doch was ausdrücken. Ja, ich will was ausdrücken. Ich weiß nicht. Du bist so ein talentierter Pianist. Und darauf solltest du wirklich stolz sein. Es gibt so viel wunderbare Musik auf der Welt. Du kommst 4 Stunden vor meinem Konzert zu mir, um mir zu sagen, dass mein Hauptthema musikantisch ist. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Doch, das hast du gerade so gesagt. Nein, was ich meine... Das hast du gerade so gesagt. Du hast mich nach meiner Meinung gefragt, Viktor. Was soll ich denn jetzt machen? Thank you.
Professor Reinhofer? Entschuldigung. Das ist für Sie. Erinnern Sie sich an mich? Ich heiße Lara, Lara Jenkins. Ich war heute Nachmittag schon mal bei Ihnen in der Schule. Sie waren an der frischen Luft. So. Sie waren das, die nach mir gefragt hat? Ja. Viktor Jenkins. War das mein Schüler? Viktor ist mein Sohn. Ah. Und ich denke, indirekt haben Sie ihn dann auch unterrichtet. Sie erinnern sich wirklich nicht an mich. Ich war Ihre Schülerin. Es tut mir leid, aber es waren so viele, wissen Sie. Aber Sie haben immer Witze über meine linke Hand gemacht. Über meine anale linke Hand. Sie meinen immer, dass meine linke Hand nicht loslassen kann und zu viel zurückhält. Entschuldigen Sie, wie war Ihr Name? Lara. Lara Jenkins. Lara Jenkins, ja. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt. Sie waren extrem ehrgeizig. Wahnsinnig ehrgeizig. Ja. Und dann sind Sie einfach nicht mehr zum Unterricht gekommen. Stimmt. Und Viktor ist Ihr Sohn, sagen Sie. Ja, dann sind Sie sicher sehr stolz auf ihn. Das Konzert beginnt um 8. Ich würde mich so freuen, wenn Sie es einrichten könnten. Das ist in anderthalb Stunden. Da muss ich mal schauen, ob ich das schaffe. Lohnt es sich denn? Sagen Sie es mir. Nach dem Konzert. Wir werden sehen. Es wird Ihnen sicher gefallen. Das wäre ja noch eine Überraschung. Schöner Mantel. Danke. Das ist ein Konzertticket. Das ist für Sie. Es geht gleich los. Danke. Guten Abend, Frau Jenkins. Guten Abend. Hatten Sie einen schönen Geburtstag? Jetzt geht's ja erst richtig los, nicht wahr? Ja. Ah, das wird ein schöner Abend, wenn ich daran denke, wie der Tag angefangen hat. Sie haben mir Glück gebracht. Ich bin den ganzen Tag gefahren.
Fast immer Langstrecken. Freut mich. Ja. Naja. Ich wollte Sie fragen, würden Sie vielleicht irgendwann mal mit mir essen gehen? Oder ins Kino? Wir können auch zusammen Musik hören. Denken Sie drüber nach und wenn nicht, das kann ich gut verstehen. Sie sind ja auch sehr beschäftigt. Ja. Was? Muss er das sein? Ich gehe dann mal. Nein. Darf ich vorstellen? Herr Czarny. Guten Abend. Guten Abend. Und? Ich hatte dich gebeten, ihn in Ruhe zu lassen. Gehen Sie oft in klassische Konzerte? Ich? Nicht so oft eigentlich. Nicht einmal an einem solchen Tag. Kannst du dich ein bisschen zurücknehmen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich bringe dann mal meine Jacke zur Garderobe. Aber wir sehen uns nach dem Konzert. Gerne. Was? Du verstehst das einfach nicht. Jemand von Ihnen noch eine Karte? Ja, ich. Wir auch, bitte. Bitte. Danke. Was bekommen Sie? Vielen Dank. Bitte schön. Danke. Ich hätte auch gerne eine. Nein, Sie nicht. Was? Hätten Sie eventuell noch ein Ticket für mich? Ja, bitte schön. Haben Sie herzlichen Dank. Hallo, guten Danke. Abend. Guten Abend. Bin ich zu spät? Bitte schön. Aber Sie haben mir doch vorhin schon eine gegeben. Auf der Toilette. Dann nehme ich die. Ach ja. Bitte schön. Entschuldigung, ich kann auch zahlen. Hallo. Hallo. Sie müssten einmal darüber. Okay, gut. Viel Spaß. Bis gleich. Hallo. Hallo. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja. Na, alles gut? Du, ich habe ja gehört, dir soll es wieder viel besser gehen. Ich war nämlich heute im Büro und habe Marion getroffen. Ja, die kann leider nicht, aber die hat mir ihre Karte gegeben. Ich wollte doch mal sehen, was dein Sohn so live macht. Barbara, wir sollten dann mal so langsam. Ja, du, wir müssen uns hinsetzen. Wir sehen uns später. Ja, ihr Sohn komponiert. Na ja. Das haben Sie aber nicht erwähnt. Er ist eigentlich Pianist. Nun ja, meistens heißt das ja nichts Gutes, wenn die dann auch noch anfangen zu komponieren. Entschuldigung. Ich glaube, das sind unsere Plätze. Ach ja, natürlich. Verzeihung. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.
Hallo. Vielen Dank für die Tickets. Danke. Ich bin übrigens Clara und das ist Tobi. Guten Abend. Gab es viele Absagen in Ihrer Gruppe? Bitte? Gab es viele Absagen in Ihrer Gruppe? In meiner Gruppe? Ja. Naja, weil Sie so viele Tickets übrig hatten. Das ist die Mutter des Künstlers. Wirklich? Ohne Scheiße? Echt jetzt? Wir dürfen neben Ihnen sitzen. Wahnsinn. Was ist denn los, Lara? Müsste es nicht anfangen? Vielleicht ein technisches Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem besonderen Abend. Leider gab es ein technisches Problem. Viktor Jenkins wird nun nicht seine Komposition vorstellen. Dafür hören wir stattdessen zunächst Etüden aus Opus 10 von Frédéric Chopin. Und wir sehen uns dann nach der Pause wieder. Noch ein bitte. Sehr gern. Bitte schön. Ja. Ja. Dankeschön. Lara. Ihr Sohn ist gut. Ja? Ja, viel besser als ich dachte. Wirklich? Ganz feine Technik. Ja. Aber was war denn los? Wollte nicht was Eigenes zum Besten geben? Ja. Ja. Ich erinnere mich wieder sehr, sehr gut an Sie, Lara. Kommt alles zu. Ah, da sind Sie ja. Ich hole mir noch was zu trinken, bevor es weitergeht. Ja. Das war wirklich fantastisch. Danke. Bitte schön. Herzlichen Dank. Das ist Frank, mein Mann. Hallo, guten Tag, freut mich. Er arbeitet beim Katasteramt. Ja. Frau Jenkins hat die Abteilung geleitet, die ich jetzt übernommen habe. Ah. Ja, und sie ist die Mutter des Pianisten. Oh, ihr Sohn spielt ganz fantastisch. Wirklich. Dankeschön. Ganz toll, ja. Ja, ich habe auch früher so ein bisschen Klavier gespielt, so ein paar Jahre. Ist auch schon, wie lange ist das schon her? 15 Jahre oder so, ne? Ja, mindestens. Also wirklich klasse, dass der da so ganz alleine da am Piano. Ja, das ist schon ganz anders. Können Sie das bitte mal halten? So gut, wie du dich fühlst.
als ich damals die Bauleitung für die Havelbrücke übernommen habe. Da hatte ich die Hosen gestrichen vorher. Ich habe ja heute noch Schiss, wenn ich darüber falle, dass das Ding zusammenkracht. Das waren so ungeheuer komplexe Pläne, ja? Und ich hatte kaum Erfahrung mit freischwebender Konstruktion. Also das war ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Nee, du hast recht. Nee. Nein, wahrscheinlich nicht, aber was ist denn das Schlimmste, das passieren kann? Das Schlimmste ist, dass sie recht hat. Sie hat recht. Und sie ist die Einzige, die sich traut, die Wahrheit zu sagen. Es ist mittelmäßige Musik. Was hat denn diese Frau Es ist nichts Neues an dieser Musik. Kein Mensch braucht diese Musik. Was hat die mit dir gemacht, dass du so von ihrem Urteil abhängig bist? Wenn sie jetzt zu dir sagen würde, du bist großartig, würde das aus dir einen besseren Musiker machen? Hör zu. Vergiss alles, was sie dir jemals gesagt hat. Heute geht's nur um dich. Papa, ich werde gerne allein. Okay, ja, ich gehe. Kommst du klar? Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Guten Abend. Haben Sie einen schönen Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Schön.
Schachtel West, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Ja, das ist heute wirklich ein ganz besonderer Abend für mich, hier mit diesen großartigen Musikern auf der Bühne stehen zu dürfen und vor einem solch fantastischen und ja, auch geduldigen Publikum spielen zu dürfen. Das bedeutet mir wirklich alles. Es ist aber nicht nur für mich ein besonderer Abend. Ich möchte dieses Konzert meiner Mutter widmen. Sie wird heute 60 Jahre alt. Und alles, was ich über Musik weiß, hat sie mir mit sanftem Druck beigebracht. Ohne sie wäre ich nicht, wer ich bin. Alles Gute, Mama. Und Ihnen kommen Sie gut nach Hause. Und vielen Dank nochmal. Das war wirklich sehr beeindruckend. Dankeschön. Lara, sag, du, sag mal, wo warst du denn? Entschuldige, ich habe total vergessen, dass es dein Geburtstag ist. Alles Gute. Bravo. Du musst doch wahnsinnig stolz auf ihn sein. Ausgezeichnet. Dass der sich so ein Solokonzert zutraut. Ja, bravo, wirklich sehr gut. Jetzt haben wir uns aber einen kräftigen Schluck verdient, finde ich. Ja, ich muss nur vorher mit Viktor sprechen. Wir sollten aber schon noch irgendwo hin. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hat mir sehr gefallen. Ich gehe schon mal was trinken. Vielleicht kommen Sie mit mir mit und ich könnte Sie einander vorstellen. Gegenüber ist eine kleine Brasserie. Ich warte was. Ja, lass uns doch alle zusammen rübergehen. Klingt gut. Dann komme ich später nach. Vielen Dank nochmal. Alle beste Glückwünsche. Es war großartig. Vielen Dank. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Hör zu, ich hatte nicht nur
entschuldigen, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich musste mich einfach mal zurückziehen. Hallo, Victor. Mama, hallo. Ach, guten Abend, Johanna. Guten Abend, Frau Jenkins. Ihr kennt euch? Wir sind uns begegnet. Ich lass dich jetzt mal wieder. Meld dich einfach, wenn du magst. Danke. Victor. Lieber Victor, ich danke dir für diesen Abend und für dieses schöne Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, das Schönste, das ein Sohn seiner Mutter machen kann. Hey, das lief doch sehr gut. Ihr habt so toll gespielt. Danke. Sehen wir uns später? Na klar. Wir gehen dann trinken. Unbedingt. Ja. Ich hätte nicht im Traum damit gerechnet. Aber ich habe nichts weiter getan, als dich zum Üben anzusporen. Und mit... Sorry, ganz kurz. Wir könnten jetzt einen Tisch für 20 Personen in der Glasserie gegenüber haben. Reicht das? Ja. Ja? Ja, alles klar. Dann nehmen wir den Tisch sicher. Du allein jedenfalls warst es, der unermüdlich gearbeitet hat. Und der seinen Traum niemals aufgegeben hat. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie du mir... Darf ich Ihnen eben zu Ihrem kompositorischen Einstand gratulieren? Dankeschön, danke. Mich beeindruckt Ihr Mut zum Melodischen. Gerade wie Sie das Stück starten mit dem Hauptmotiv. Sie wissen ja, in unserer musikalischen Landschaft ist es ja eher ein kühneres Wagnis, nicht? Und ich meine, wie viel Sie von Ihrer Persönlichkeit in die Waagschale werfen, das zeugt ja schon von Reife, gerade in dem Alter. Also mir bleibt nur zu sagen, großartig, und ich bin gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Dankeschön, das bedeutet mir wirklich sehr viel, besonders von Ihnen, ja. Feiern Sie schön. Danke. Wer war denn das? Wollen wir dann langsam mal los? Ja, warte bitte ganz kurz. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich, okay? Schau mal hier. Oh. Tut mir leid, ich hatte nicht genügend Zeit. Der ist von Rogatzky. Da bist du doch so gern. Dankeschön. Ziehst du dich jetzt mal um? Wir wollen wirklich rücken. Ja, okay, gut. Bitte, Victor, ich muss noch kurz mit dir sprechen. Bitte, Mama. Ich bin fix und fertig. Ich rufe dich an, okay? Ja? Schönen Abend noch. Prost, ja, dann auf das Geburtstagskind. Alles Gute. Ganz Prost. Prost. Herzlichen Glückwunsch, Frau Jenkins. Ich hab mir nicht vorgestellt, du bist der Jürgen. Oh. Herr Clara, hätten Sie für mich auch eine Zigarette? Ja, natürlich. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Nein, nein, ich paffe nur. Wir haben übrigens gerade darüber geredet, dass Ihr Sohn Ihnen das Konzert gewidmet hat. Ja, da warst du ja leider gerade draußen. Widmungen, Reden, alles bedeutungslos. Das sehe ich auch so. Das ist übrigens Professor Reinhofer. Der Professor unterrichtet Klavier. Ach, dann haben Sie Victor unterrichtet? Indirekt. Der Professor ist eine Legende. Und wie fanden Sie das Konzert? Ganz gut. Vor allem die erste Hälfte. Guten Abend. Da ist er ja. Was musst du denn jetzt? Ja, vielleicht setzen wir uns einfach erstmal, oder sind wir hin? Oder willst du lieber? Nein, nein, nein. Okay, musst du wir sitzen sagen. Da hinten, komm. Ja? Okay. Ja. Wisst ihr, ich habe großen Respekt vor unserer Larei. Sie hielt sich nicht für gut genug und hat einfach aufgehört zu spielen. Ja,
Hatte ich nicht gute Gründe dafür? Ich wusste, dass ich es nie ganz bis nach oben schaffen würde. Sie haben das bestätigt. Das habe ich zu allen gesagt. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wenn ich die Dinge gesagt habe, dann um festzustellen, ob jemand wirklich durchhält und weitermacht. Aber das war ja nicht der einzige Grund. Meine linke Hand. Ihre linke Hand war nicht der Grund, sondern ein Vorwand. In Wahrheit waren Sie ziemlich begabt, Lara. Wie meinen Sie das? Wie ich es gesagt habe. Nein. Sie sagten, ich solle meinen Eltern die Peinlichkeit ersparen. Ich erinnere mich ganz genau. Sie sagten, Lara, wenn ich an den Tag Ihres ersten öffentlichen Auftritts denke, bedauere ich Ihre Eltern jetzt schon für die Blamage. Ich glaube Ihnen das nicht. Sie waren der Meinung, dass ich Talent hätte? Ja, Sie haben Talent, oder hatten es. Viele Menschen haben Talent. Aber was hat das mit mir zu tun? Danke für den schönen Abend. Gute Nacht. Thank you.
Frau Jenkins. Habe ich Sie geweckt? Nein, überhaupt nicht. Möchten Sie reinkommen? Ja. Dann kommen Sie rein. Bitte setzen Sie sich doch. Also das Konzert heute, das war phänomenal. Wirklich. Und auch die Rede von Viktor, das ging ans Herz. Ich musste raus. Ich musste an die frische Luft. Bitte setzen Sie sich doch. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ach so, hier. Danke. Ich hol zwei Gläser, ja? Bitte nicht für mich. Ich hatte heute schon genug. Das ist für Sie. Sie wollen sich wirklich nicht setzen? Soll ich uns einen Tee machen? Ich mache uns einen Tee. Dieses eine Musikstück, das erste, ich weiß nicht, das hat mir am besten gefallen. Es ist so dynamisch irgendwie. Diese ganze Energie, die da drin steckt, das ist schon Wahnsinn. Sagen Sie mal, was für einen Tee hätten Sie denn gerne? Also ich habe Hagebutten und Pfefferminz. Ça
peut-être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il se mord du genre de neuf quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Garde à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui.